Hier beim 23. Sangeno Sport Grand Slam geht es am Platz meist sehr ernst zu, aber es bleibt auch Zeit, um etwas Spaß abseits des Platzes zu haben. Es gibt ein sehr breites Rahmenprogramm. Der Höhepunkt dieses Rahmenprogramms war ein sogenanntes One-Point-Tournament, wo nur ein einziger Punkt über Sieg oder Niederlage entschieden hat. Der Sieger dieses One-Point-Tournaments steht jetzt neben mir, Nemanja Dejanovic. Hallo. Gratuliere zu diesem Turniersieg. Wie viel ist dir dieser Sieg eigentlich wert? Ja, sozusagen war das eigentlich der große Spaß dieses French Open Turniers. Und ja, nicht so wichtig, aber war lustig. Was mir aufgefallen ist, du hast sehr oft die Platzwahl gewonnen und dich für Aufschlag entschieden. Warum? Ich denke, dass mein Aufschlag die Stärke in meinem Spiel ist und das habe ich auch gut genutzt und dieses One-Point-Tournament gewonnen. Worauf kommt es bei so einem One-Point-Tournament an? Ich glaube, dass man sich halt nicht wie im Match auf den ganzen Rahmen des Matches konzentrieren soll, sondern einfach Spaß haben halt und den Punkt gewinnen soll. Glaubst du, ist es Stärke oder Glück, wenn man hier gewinnt? Ich glaube, es ist mehr Glück, wenn man gewinnt, weil ich habe gegen den Peter Klager auch gespielt und mein Aufschlag war, glaube ich, sehr gut und solide und er hat dann einfach den Fehler halt gemacht. Okay, kommen wir zum Turnier. Du bist in der zweiten Runde gegen Mario Kies ausgeschieden, 6-2, 7-5. Mhm. Wie zufrieden bist du mit deinem Abschneiden? Also ich glaube, mein Spiel war ganz okay. Ich hätte mich mehr konzentrieren sollen und der Mario Kies, der hat gut gespielt. Letzte Frage, ein kleiner Tipp, wer gewinnt das Turnier? Ja, es gibt sehr viele Favoriten, wie Philipp Schneider und Peter Klager ist, glaube ich, der Hauptfavorit in diesem French Open Turnier. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview. Die beiden Favoriten, die Nemanja angesprochen hat, Philipp Schneider und Peter Klager, gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen im Interview.